Möchtet ab? Also, ich bin auch ein Stefan, ich bin Stefan Kiefer. Und Boris hat mich gebeten, ob ich nicht jemanden finde aus dem Feld der Illustration, der Kunst, der Zeichnung, was mein Spezialgebiet ist seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, den ich mir gut vorstellen könnte hier auf einer Bühne und der was Interessantes zu erzählen hat. Und deswegen bin ich sehr schnell auf Stefan Marx gekommen, den ihr gleich live erleben dürft. Und was uns verbindet ist, wir haben uns vor 5 Jahren kennengelernt, als wir beide zusammen gesprochen haben, auf Einladung von Lars Harmsen, den sicherlich auch viele kennen, und Alexander Brandschick, als wir an der FH Dortmund zu einem Designkongress oder Ähnlichem gesprochen haben. Und es war so lebendig und so ungewöhnlich, was Stefan Marx macht. Und ich will das nicht vorwegnehmen, aber er hat eine ganz ungewöhnliche Karriere mit seinen Zeichnungen genommen, die sich heute auch in ganz andere Gefilde erstreckt, nämlich von seinen kleinen Drawings, die man auf coolen Labels findet, wie Lousy Living, Underwear, falls ihr davon mal gehört habt. Da hat es nämlich auch wieder was mit Mode zu tun. Das war die Klammer, die Boris mir sozusagen gesteckt hat. Und er macht inzwischen auch Kunst und große Kunst und bringt seine Kleinzeichnung auf große Leinwände und ist damit international erfolgreich, was ich super cool finde. Und was mich noch verbindet mit dir, Stefan, nicht nur der Vorname, sondern als ich gesprochen habe in Dortmund, war das so die Schlussphase meiner langen 18 Jahre beim Spiegeltitel. Und da habe ich so richtig abgelästert und das war so richtig wohltuend und musste einfach mal sein. Und Stefan hat mir dann später in Hamburg, wir leben beide in Hamburg, hat er mich in sein Atelier eingeladen. Und da habe ich gesehen, was alles geht, wenn man freiberuflich arbeitet. Und wenn man ein cooles, buntes Studio-Atelier hat, was ich 18 Jahre nicht hatte, als ich in dieser großen Unternehmung gearbeitet habe. Und es hat mich wahnsinnig inspiriert für das, was danach gekommen ist. Und da bin ich dir heute noch dankbar für. Aber das ist eine private Sache. Ich finde, jetzt machen wir es öffentlich. Und Stefan Marx begrüßt ihn mit einem herzlichen Applaus. Er macht coole Sachen und ich hoffe, das findet ihr auch. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Stefan, für die tolle Einführung und für die Einladung. Bedanke ich mich auch natürlich bei den Organisatoren dieser Konferenz. Ich bedanke mich im Vorfeld schon mal bei euch, dass ihr bis Samstagabend, bis zur Primetime und nicht Tagesschauzeit. Linda Servakis eigentlich auf der ARD. Das ist eigentlich tatsächlich eine meine 20 Uhr Stammzeit letztendlich. Und dachte, warum rede ich eigentlich um 20 Uhr? Ich dachte, ich dürfte so vormittags nach dem Frühstück und nicht 20 Uhr. Headlining ist ja auch gar nicht mehr, nur die Einführung für das Ende letztendlich. Und auch nur 20 Minuten, was so in der Form auch noch nie richtig passiert ist, weil sonst sagt man immer, ja, man darf bis 40 Minuten, bis 50 Minuten und dann können noch ein paar Fragen und so und dann ist man eh bei 1 Stunde 20 und deswegen habe ich meine Keynote-Präsentation ganz umgebaut. Ich dachte, okay, ich muss mich etwas beeilen und nicht diese ganzen Folien durchklicken, sondern zeige euch eigentlich meine persönlichen Highlights aus dem letzten Jahr oder aus den letzten Jahren und führe euch auch ein bisschen in meine Arbeit ein, erzähle euch über meinen Hintergrund und genau, ganz aktuelle Tipps noch ganz am Ende. Das ist eigentlich mein Lieblingsstartbild, das habe ich neulich auch bei einer Konferenz in Leipzig zeigen dürfen und dachte, das nehme ich hier auch nach München mit, das ist eigentlich für die nächsten 5 Jahre, glaube ich, das ist mein Opener. Leider muss ich jetzt die nächste, diese Folie zeigen. Nochmal, wie Stefan schon gesagt hat, mein Hintergrund ist eigentlich die Skateboard-Sozialisation. Ich bin auf einem kleinen Dorf groß geworden in der Nähe von Kassel, fand alles, was auf dem Dorf vereinsmäßig war, immer tierisch unattraktiv und fand die amerikanische Skateboard-Kultur sehr attraktiv. Es war noch Prä-Internet-Zeit, man hat sich eigentlich durch Magazine, durch Hefte ausgetauscht. Man ist so in die größere Stadt nach Frankfurt oder nach Kassel gefahren und hat dort amerikanische Skateboard-Zeitungen angeschaut und fand die Bildsprache der Skateboard-Grafik, der T-Shirt-Grafik wahnsinnig interessant
und dachte so, oh, das war eigentlich mein Traum. Dachte, okay, wenn ich mal groß bin, will ich auch ein Skateboard, will ich auch mal eine Skateboard-Grafik machen oder so. Und vielleicht wollte ich auch noch ein Plattencover machen und T-Shirts finde ich auch super. Und dann dachte ich so, und dann ging es so weit und man hat irgendwie hat so Scenes gelesen und hat sich damit beschäftigt und wer macht eigentlich diese Grafik, wer zeichnet das, woher kommt das, wer ist wie involviert und dann hat man ab und zu sein weniges Taschengeld irgendwie im Skateshop für wahnsinnig überteuerte amerikanische Skateboard-Firmen-T-Shirts ausgegeben. Und das Vokabular, was auf den T-Shirts war, hat eigentlich keiner von meinen nicht Skateboard-fahrenden Freunden verstanden. Und dachte, ja, ich kann das eigentlich auch selber machen, würde gerne noch ein bisschen besser vielleicht, zumindest für meinen Freundeskreis. Und habe dann ein eigenes T-Shirt-Label gegründet mit 15. Das hieß The Lousy Living Company. Und Company einfach, weil ich es irgendwie gut fand, eine Company zu haben. Und habe das auf dem T-Shirt, auf dem Schulhof verkauft und habe mir dann von meiner älteren Schwester, die dann ihren ersten Job hatte, 500 Mark geliehen und habe beim Siebdrucker richtig Textil-Siebdruck-T-Shirts machen lassen, was die ersten geairbrushten Selfmade-T-Shirts in der Qualität um Vielfaches übertroffen hat. Und das habe ich die ganze Zeit gemacht, habe 1998 mein Abitur gemacht, bin dann nach Köln für den Zivildienst gegangen und dann nach Hamburg zum Studieren und habe an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Typografie im Kommunikationsdesign-Studiengang studiert und habe mich immer noch mit T-Shirt-Grafik, mit auch Textilmarkt letztendlich dann in Hamburg befassen dürfen und habe ganz lang für das Hamburger Skateboard-Label Kleptomaniacs gearbeitet, wo ich jetzt gar keine Beispiele habe, aber das ist eigentlich, von 2004, glaube ich, bis 2013 war ich so Art-Direktor von diesem Label und habe wahnsinnig viel T-Shirt-Grafik, alles mögliche für die Klamotten, Patterns gemacht und habe auch für andere Labels eben ganz viel Zeichnungen gegeben letztendlich. Und das ist eigentlich eine Kooperation, die ich mit dem Appartamento-Magazin und einem Label, wie hieß das gerade noch, das weiß ich gar nicht, aber es ist so ein Kinderlabel aus Spanien und die haben eine Kooperation gemacht, haben mich dazu gefragt, die Zeichnungen zu liefern. Und das sind eigentlich ganz gute Beispiele, wie diese Dinge dann eigentlich aussehen. Lousy Living Company ist heute Lousy Living Underwear. Da geht es meistens um Stoffmuster im weitesten Sinne. Man beschäftigt sich mit Rapporten, mit Zeichnungen auf Stoffen, auf Bettwäsche und so weiter. Wie kann man Muster schaffen, die sich wiederholen, die interessant sind, die mir auch Spaß machen letztendlich. Und das ist ein neueres Beispiel, was, glaube ich, im Sommer rauskommt. Und meine Zeichnungen auf Dingen, auf Produkten, finde ich nach wie vor wahnsinnig attraktiv. Oder mir macht es Spaß, immer neue Oberflächen zu bespielen. 2004 haben wir in Hamburg einen Plattenladen aufgemacht, heißt Smallville Records. Oder besser gesagt, drei Freunde von mir. Ich habe mich da ein bisschen rausgehalten, weil ich eine Plattenladeneröffnung in 2004 eine ziemlich dämlichste Idee fand, die man so haben konnte. Alle Plattenläden in Hamburg haben zugemacht und Vinyl machen, das ist ja Vinylpressen rausgeben, das ist ja eigentlich die totale, also das ist natürlich ein gutes Hobby und so weiter. Aber ich dachte, okay, man macht das jetzt ein paar Monate, vielleicht so ein, zwei Jahre und so und dann ist das ganze Startkapital versenkt und dann macht man was anderes. Letztendlich sind das Beispiele von den Plattencovern, die ich bis dato oder in der Anfangszeit gestaltet habe. Und wie ihr seht, das sind auf den Covern immer nur, da ist immer nur meine Zeichnung letztendlich, ohne großartig das Cover zu verwenden für den Namen des Musikers oder den Namen des Tracks oder so. Und das war eigentlich in dieser Nischenabteilung elektronische Tanzmusik, Auflage, weiß ich, von 500 bis 1000 Exemplaren. Eine gute Art und Weise mit meiner Zeichnung, also meine Zeichnung letztendlich der Musik hinzuzufügen und es in ganz andere, ja, weltweit zu vertreiben. Das sind auch noch Beispiele dafür, ganz, ganz, ganz verschieden. Ja, sonst habe ich ganz viel Spaß mit Zeichnungen, die ihren eigenen Weg nehmen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind das irgendwie, zwei Äpfel, Birne, Frosch, Bananenkappel und eine Palme, dann bin ich immer interessiert, wie Zeichnung sich in welche Form wandeln kann. Und irgendwann habe ich mal so einen Blog-Eintrag gesehen von einer Japanerin, die Kerzen, Goose Candles, Wish Candles
per Hand formt, per Hand anmalt, wahnsinnig tolle Figuren als Kerzenform released und jeder Figur, jeder Kerze einen Wunsch anheftet und wenn man die letztendlich abfackelt, dann geht der Wunsch in Erfüllung. Und dann dachte ich so, wow, das sieht so genial aus, das gibt's, sowas kann es irgendwie nur in Japan geben. Ich meine, japanische, ich sage immer Managerin, aber ich habe eine Kunstvermittlerin in Japan gefragt, ah, kannst du nicht mal Kontakt mit der aufnehmen? Ich würde wahnsinnig gerne diese, vielleicht auch solche Kerzen machen und das ist dann nicht rausgekommen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Und das ist recht einzigartig für meine Arbeit, also eine Nische wiederum, die ich wie so abhaken kann. Das nächste ist, geht auch ein bisschen in die Früchte-Richtung, das ist eine Edition, die ich mit dem belgischen Label Case Studios gemacht habe, eine An Empty Fruit Bowl and a Friend. And, das gab es in der 50er Edition, das war wirklich wie so eine Kunstedition letztendlich, eine Keramikedition, die ich anfanglich selber im Töpferkurs bei mir um die Ecke gestaltet habe. Ich dachte, ich könnte ganz easy an so einem Wochenende so eine Banane töpfern und eine Schale dazu. Das ist alles gar kein Problem. War wahnsinnig schwierig und habe dann Gott sei Dank die Leute in Portugal gemacht, die finale Form. Meine sah natürlich ganz anders aus. Und das ist auch eine Art und Weise, wie sich die Zeichnung in ein Objekt verwandeln kann und auch als Gebrauchsgegenstand kann diese Schale wundervoll auffüllen mit richtig frischem Obst. Ein anderes Beispiel, und das ist wirklich mein Highlight 2017 gewesen, hat diese Zeichnung als Vorlage letztendlich, das war eine Skizze für eine Leinwandölmalerei, die ich mal 2014 in der Kölner Galerie Rutkowski 68, die eben meine Arbeiten vertritt, gezeigt habe bei einer Ausstellung. Und waren dann so Ausstellungsansichten online und letztendlich im Sommer, oder es war dann ein früher Herbst, ein früher Septembertag im 2017, kam eine E-Mail und dann hieß es so, und das zum Thema Fashion, yeah, it's a E-Mail from Comme des Garçons, and we like your work, and Ray Kawakubo is such a fan, and we would like to use this drawing for like the upcoming fashion show in Paris and for like a piece ready to wear, of course. So, und dann dachte ich, okay, wow, Ray Kawakubo ist ja der totale Wahnsinn. Bin echt so durch mein Studio gesprungen, konnte mir gar nicht glauben, dass ich so eine E-Mail von dem bekomme. Und fand es wahnsinnig toll. Und dann kam dann so der Stoffentwurf und die meinten so, ja, das können wir dann zeigen Ende September in Paris. Und du bist natürlich herzlich eingeladen, zur Fashion Show zu kommen und letztendlich lief dann das über den Laufsteg und ready to wear. Und das war eine Kooperation mit E-Boy, ein anderer Künstler und eben diese Leinwand ist oben ja, auf dieses Objekt. Ich zoome noch mal, das ist ja genau die Hinteransicht von dem Ganzen. So. So. Und die Haare sind natürlich auch total genial gewesen. Ja, ich geh nochmal kurz zurück, da könnt ihr nochmal anschauen. Das Foto ist auch von der Vogue-Seite genommen, dafür Entschuldigung. Keine Copyright, deswegen darf ich das auch nicht aufzeichnen lassen, habe ich nämlich verboten. Das ist ein Sundays, das ist ein Wechsel von meiner, ist das Thema, Sundays ist ein Name für eine Online-Kolumne, die ich auch 2013, glaube ich, gestartet habe. Und der Hintergrund dieser Kolumne war eigentlich, dass ich mir immer gewünscht habe, in einem Printmedium, in einem Magazin, in einer Wochenzeitschrift eine zeichnende Kolumne zu haben. Das ist eigentlich immer noch ein großer Wunsch von mir. Aber ich dachte, bis dato hatte mich keiner gefragt und ich dachte so, ah, dann hat man natürlich so diesen Do-it-yourself-Spirit, diese Herangehensweise an Dinge und dachte, okay, heutzutage, ich kann auch meine eigene Kolumne auf Instagram erstmal veröffentlichen und damit so meinen Spaß haben und mal gucken, ob du das überhaupt jede Woche durchhältst, so eine Zeichnung zu machen und so. Und da ich eigentlich seit klein auf kein Freund von Sonntagen bin, beschäftigt sich diese zeichnerische Kolumne damit, mit dem Sonntag, mit allem drum und dran. Und
das habe ich dann immer so auf Instagram gepostet, verschiedene Sonntagssituationen, die ihr alle kennt. Und dann gab es wahnsinnig viel Feedback. Und Leute waren so, oh, wow, oder ja, genau so fühle ich mich heute. Und ich habe wahnsinnig toll interagiert mit diversen Leuten. Und dann war auch sowas, so Sonntagabend, so ja, ich laufe immer noch mit meiner Freundin durch den Pilzwald und komme gerade von der Afterhour. Oder das ist natürlich auch wahnsinnig gut für, kann man auch auf verschiedenste Kontexte anwenden. Jedenfalls, das habe ich dann so eineinhalb Jahre durchgehalten, habe dann jedes Sonntag eigentlich so eine Zeichnung gepostet und immer diesen Hashtag, oder eigentlich immer, aber ich habe das dann Sundays genannt, hatte ich dann diese Schreibweise etabliert. Irgendwann hatte ich keine richtigen Ideen mehr dafür und Leute fragten mich dann manchmal, so wenn ich bis Sonntagabend um 18 Uhr noch nichts gepostet hatte, haben mir dann so Freunde so SMS geschrieben, so ey, wie ist denn los heute und so, kommt noch, hast du noch gar nichts gepostet? Und dann habe ich dann meinem Freund gesagt, hey Leute, ich habe eigentlich gar nicht mehr so richtig gute Ideen und ich brauche ein bisschen mehr Input und so. Und dann habe ich es etabliert, Ghostwriter aufzunehmen in die Sundays Kolumne. Wie mein guter Freund Michael Satter, ein wahnsinnig guter Grafikdesigner aus Frankfurt, der meinte, ja, so sonntags in Berlin und so, stehen immer alle total frösteln vorm Berghain rum, zeichne das doch mal. Das ist dann diese Zeichnung gewesen. Oder eben natürlich der Classic irgendwie, der Henri Batisse, leider schon eher krank im Bett, zeichnend und das habe ich dann eben so gezeichnet. Und letztendlich genau, haben sich ganz viele Sundays-Zeichnungen angehäuft und über diese Kolumne mit meinem Verleger aus der Schweiz gesprochen, Benjamin Sommerhalter von dem Schweizer Verlag Nives Books, und der meinte, ja, lass uns damit auf jeden Fall ein Printing machen und wie wäre es eigentlich mit einem Künstlerbuch als Sonntagskalender. Es gibt 52 Seiten, du kannst jeden Sonntag anfangen, steht keine Jahreszahl drauf, steht kein Datum drauf, sondern es sind einfach 52 Blätter und kannst den auch, ja, man kann den einfach allgegenwärtig jeden Sonntag irgendwie starten oder auch mal überspringen oder so weiter. Und das ist letztendlich meine Animation, die er für seine Website gemacht hat. Und das Thema Sonntag hat natürlich wahnsinnig viel Potenzial, also weil da sich einfach alle 7 Tage wiederholt und jeder damit zu tun hat, im Guten und im Schlechten. Wir haben dann auf nach einer Zusammenarbeit, die angestoßen wurde durch das Süddeutsche Zeitung Magazin hier in München, 5 Minutes, Schild habe ich gerade gelesen, das hat mich die Berliner Porzellanmanufaktur, KPM, Königliche Porzellanmanufaktur, gefragt, mich im Service zu bezeichnen. Und das Grundservice ist das Urbino-Service, was Trude Petri damals 1928 an der Bauhaus-Universität, oder am Bauhaus, nicht in der Universität, am Bauhaus gestaltet hat und so immer noch als Serviceform erhältlich ist. Genau, der Benjamin Sommerhalter, der läutet nämlich mein Künstlerbuch-Kapitel und Scene-Making-Kapitel ein. Das ist eben der Verleger aus der Schweiz, der eine große Inspirationsquelle für mich seit 2003 eigentlich ist. Und der verlegt Copy-Scenes und Artist-Books mit ganz vielen tollen internationalen Künstlern, hat eine wahnsinnig gute Distribution weltweit. Und da zapp ich jetzt einfach mal so ein paar Cover durch, die ich bei ihm oder auch im Selbstverlag über die Jahre gemacht habe. Die alle möglichen Inspirationen haben, letztendlich oftmals auch so wie so Travel-Journals sind oder Travel-Scenes, die ich nach Reisen, Zeichnungen, also die Zeichnungen, die ich auf Reisen gemacht habe, die ich dann in einem Scene verlege, oftmals bei mir zu Hause am Kopierer oder auf dem Risographen oder eben mit Benjamin. Das war eine Arbeit, I Wait Here For You Forever, As Long As It Takes, die etwas, es war eine größere Auflage im Offsetdruck gedruckt und das habe ich dann hier für der Kurator von der Lothringer 13 Halle hier in München, habe ich gefragt, ob ich nicht eine Idee hätte für die Leuchtkästen draußen. Und das ist letztendlich hier die Leuchtkästen oder diese Installation ist letztendlich in der Lothringer 13 hier in München, wenn ihr mal in der Nähe seid, könnt ihr es anschauen. Genau, das sind so verschiedene Beispiele für diese Cover, wie sie aussehen. 3 Flugzeugpublikationen, das ist auch eine zeichnerische Nische und
große Liebe von mir, Flugzeugzeichnungen zu machen. Frag mich nach dem Vortrag, warum. Auch ein Buch, was ich mit Christoph Keller und Florian Waldvogel für den Hamburger Kunstverein oder im Rahmen der Ausstellung, die ich 2010 im Foyer des Hamburger Kunstvereins hatte, mit J.R.P. Ringier publiziert. Und ich arbeite eben auch mit verschiedenen Designern zusammen oder eben Verlegern. Und das zieht sich letztendlich durch die letzten 15 Jahre. Dann sieht ein Spread so aus, das ist ein FedEx-Scene. Das heißt FedEx, und das sind Leute oder vor FedEx-Trucks in New York. Die Zeichnung habe ich eben alle in New York gemacht und reinkollagiert. Jedes Heft ist letztendlich eine eigene Collage. Und das ist ein Foto von einer Vitrine in der Hamburger Kunsthalle. Und ich bin ganz froh, dort gerade in einer Künstlerbuchausstellung eingebunden zu sein, die Petra Röttig kuratiert hat. Die hat im Dezember eröffnet, die geht noch bis zum 2. April, das ist der Flyer dafür. Und das ist auch schon die Ansicht, wir müssen ja gar nicht mehr hingehen. Und weil Stefan sollte vielleicht noch hingehen, aber falls ihr dann 2. April in Hamburg seid. Da werden auch die Plattencover gezeigt, was ich auch ganz toll fand. Und man kann auch die Musik hören dazu. Und so sieht das im Museum aus. Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sieht, okay, man macht so Copyhefte und man stellt die auch im Künstlerbuch-Kontext dar. Man geht die einmal im Jahr auf die New York Art Book Fair von Printed Matter in New York organisiert. Und dann gibt es letztendlich eine Kuratorin aus der Hamburger Kunsthalle, die sich dann dafür auch interessiert und das in so eine richtig klassische Museumsausstellung einbindet. Genau, Ursprung dafür war so eine Ausstellung, die ich bei Karin Günther in Hamburg in der Galerie, der Galeristin, mit der ich arbeite, im Jahr 2012 gezeigt habe. Und genau, so sehen letztendlich Ausstellungen aus in der Galerie. Das sind große Typografiearbeiten, die meistens mit Ölfarbe oder auch Acrylfarbe gemalt sind. Und das war eine Ausstellung, die hieß Bellevue, April 2017 lief die in der Rutkowski 68 Galerie in Köln. Und so sehen dann diese Räume aus, wenn ich Ausstellungen mache. Das ist eigentlich auch ein tolles Unikat, man kann es jetzt gar nicht so richtig sehen eigentlich. Das ist nämlich ein 2,80 Meter mal 4 Meter hoher Teppich, der von Jan Kart, der ist der nette Herr neben mir. Da sieht man mal die Dimension, das ist ein handgewebter Teppich. Und Jan Kart sagt vielleicht vielen von euch was, das ist ein toller Teppichhersteller aus Bochum. Das war eine institutionelle Ausstellung im Kunsthaus Hamburg und mit ganz vielen Reisezeichnungen. Und das ist eben die Wandzeichnung, die ich das für den Kunstverein Hamburg im Jahr 2010 gemacht habe, in der Leitung von Florian Waldvogel. Das Ganze ist das Foyer im Hamburger Kunstverein. Und er bat mich, eine Wandzeichnung zu machen, die das ganze Jahr über sich vielleicht auch verändert oder die das ganze Jahr zumindest da ist. Und ich bin jetzt richtig pünktlich fertig. Da könnt ihr mir folgen, weil ihr Instagram habt, dass da... gibt es ab und zu News oder fast jeden Tag oder manchmal auch jeden Sonntag noch eine Sundays-Zeichnung und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Lieber Stefan, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich als du so vorgestellt alles hast, habe ich dann irgendwie gedacht zwischendrin mal, weil wir diese Frage jetzt mehrfach hatten, ist es jetzt eigentlich digital, was du machst, oder ist es analog? Ja, aber du postest es auf Instagram. Das wird gescannt, richtig. Ja. Genau, okay. Also, es gibt aber natürlich eine Frage aus dem Publikum, und die ist sehr simpel. Warum Hasen? Der ist ja gar kein Hase, das ist ein Hund eigentlich. Ach so. Sehr schlecht gezeichnet, oder? Und warum Hund? Das ist natürlich eine geschlechtsneutrale Figur, die einfach wahnsinnig Potenzial hat, Dinge den Sonntag zu durchleben. Okay, super. Wie schaffen wir es mit dem Sonntag? Wir kommen auf den Hund. Danke, Stefan. Wer keine Haltung annimmt, zeigt eine. Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners.